Hallo und willkommen zurück bei Dragon Age Inquisition. Ich habe endlich den Drachen hier wieder gefunden. Gott, das war jetzt eine Sucherei. So, Herrn hier. Der Dorian muss natürlich hier das Wiesendreck noch mit anzünden. Sind alle anderen hier schon tot? Hier wie die Fliegen. So, da hinten steht er. Der komische Elektrodrache. Mal gucken. Nordjäger. Level 13, ach. Das sollte ja jetzt ohne großartige Verluste vonstatten gehen. Na gut. Sarah wird geopfert. Dorian sehr wahrscheinlich auch. Aber Cassandra und ich werden wie immer überleben. Was der so drauf hat, ob der auch mehr oder weniger so stehen bleibt oder ob der gegebenenfalls auch nochmal wegfliegt und so ein Blödsinn macht. Macht das genauso wie sein anderer Kollege auch. Aber er geht halt schneller down. Haben sich schon mal selbst versorgt, das ist ganz gut. Upp. Landet der direkt auf mir. Ah, tut mir ja leid, aber du musst dran glauben, leider. Ja. Wir sind richtige Helden, das war fantastisch. Ja, es ist noch nicht mal einer gestorben dabei. So, wo ist denn der Schädel? Da. Mittelschwere Rüstung, aha. Lockmaximum, Haube des Inquisitors. Stufe 2, Magierkopfschutz, ne. Okay. Wie sieht's aus, Sir? Könntest du mit der mittelschweren Rüstung was anfangen? Nicht wirklich. Zumindest mal vom Rüstungswert halt her. Im Sterben 5% Chance, dass die Hälfte der Gesundheit wiederhergestellt wird. Ich
weiß es gerade nicht, ob ich ihr das geben soll. Wie sieht denn die aus? Naja. Bisschen zu viel Gold. Naja, vielleicht. Vielleicht Cole oder Varric. Moment, kann ich da noch mal genauer kontrollieren? Warte mal. Der im Prinzip verliert sie halt sehr viel Verteidigung. Halt das bisschen Leben, was er dazu gewinnt, gleicht das irgendwie nicht so wirklich aus. Deswegen ist ja dann vielleicht mal irgendwie nur so ein bisschen von der Gesundheit. Und wenn sie dann so viel Verteidigung verliert, deswegen das verpufft dann direkt. Okay, die große Frage ist jetzt, wie komme ich... Wieso laufe ich eigentlich da weg? Wir haben den Kram hier doch noch gar nicht erkundet. Hier bei denen. Jetzt wurde ja hier eisern vom Drachen verteidigt. Eine zerknüllte Nachricht. Denzing, sei nicht so knauserig. Wenn es sein muss, musst du dich eben auch von deinem letzten Widder trennen. Ich werde eine Woche auf der Jagd sein, also vergiss nicht, bring dem Drachen jeden Morgen 100 Pfund Fleisch. Da scheint das Monster satt genug zu machen, damit es sich nicht fragt, was es wohl in unseren Häusern zu fressen gibt. Walker. Naja, hier wurden anscheinend nicht nur Widder geopfert. Naja, okay. Die Wyvern-Statue, die man in ganz Ferelden findet, wurden inspiriert von der Legende, dass Andraste einmal eine der giftigen Bestien mit ihrem Lied besänftigte. Ich sage absichtlich Legende und nicht Gesang, denn es handelt sich um wilden Aberglauben. Wir müssen die Gläubigen stets daran erinnern, dass jede Geschichte über die Braut des Erbauers außerhalb des Gesangs des Lichts nur Ketzerei und Volkstümelei ist und nichts weiter. So, dann haben wir das hier auch erfolgreich übernommen. Drache ist tot, das heißt, wir brauchen hier nichts zu opfern. Das Dorf ist somit sicher. Aber viel mehr gibt es hier nicht. Der Höhle waren wir schon. Ups. Hier ist noch irgendwie jede Menge nix. Gucken wir uns mal an. Gucken wir mal an, was in dem Nichts eventuell ist. Hier mitten im Nichts anscheinend drin, aber es interessiert irgendwie keinen wirklich. Einer weniger. Es hat sich wieder anscheinend ein Nagel gebrochen. Und was anderes konnte sie doch jetzt gar nicht hier irgendwie Schaden kriegen. Waren doch so schnell down. Ist eine Höhle. Kennen wir die Höhle schon? Wahrscheinlich. Wir gucken trotzdem nach.
uns da irgendwie vorbeigestohlen am Drachen und haben die Höhle übernommen oder halt reingeguckt. Weiß es halt gerade nicht. Das könnte sein. Alles tot? Wie immer. Muss immer nachfragen. Ach kommt schon! Ratet nochmal! Na schön, entfeh das. Es muss ein bestimmter Ort sein, nicht einfach jeder Ort. Vielleicht wäre ich ja erfolgreicher, wenn ihr mir die Regeln erklären würdet. Was denn für Regeln? Jeder weiß, wie man rät. Außer euch. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, ich war hier auf Höhlensuche. Und die Höhle ist verdammt dunkel. Beinhaltet aber eine Truhe, die wir nicht kennen. Noch eine, in der aber nur Schrott ist. Gut, dann waren wir hier noch nicht drin. Machte aber das Ganze jetzt auch nicht wirklich lohnend. Ja. Gut. Wie sind's? Da wollte ich hin. Mal gucken. Oder komme ich von da aus besser dahin? Ich weiß es nicht. Gucken, ob ich noch das Astrarium da hingezaubert bekomme, was ich nicht glaube. Aber wir können es ja trotzdem mal versuchen. Oh, hallo. Quatschen mich wieder irgendwelche Fremden von der Seite an. Da so lang. Da so hoch und dann darüber. Sehr wahrscheinlich dann doch nicht hier oben. Da ist ein Altkammwald. Da war doch auch kein Astrarium. Oder? Was ist denn das Ding? So. Höhenangaben wären echt nicht schlecht. Ach ja. Hola. Mini-Raptor. Einer weniger! Die hatten wir auch schon lange nicht mehr. Aha, das könnte gut aussehen. Hoffe ich nur, dass es auch das Richtige ist. Ja. So, erst mal gucken. Da.
mal gucken, wo ich hier richtig... Welche Sterne hier richtig sind. Sternbild Tenebrium. Das Sternbild, so mache ich immer Bild draus. Ein Sternbild heißt das. Tenebrium wird im allgemeinen Sprachgebrauch auch als Schatten bezeichnet, was vermutlich darauf zurückzuführen ist, dass es historisch betrachtet Lusakan, dem alten Gott der Dunkelheit und Macht, zugeordnet wird. Seltsam ist jedoch, dass die Darstellung dieses Sternbildes selbst in tevinterischen Texten schon immer eine Eule und kein Drache war. Das macht auch die weit verbreitete Annahme glaubwürdig, dass der Name Tenebrium sei eingeführt worden, um einen älteren elfischen Bezug zu ersetzen. Womöglich zu dem Elfengott Falondin, der in den Legenden bisweilen durch eine riesige Eule verkörpert wird. Es gibt natürlich auch noch eine andere Erklärung. Eulen sind nachtaktive Jäger und galten in alten Kulturen auch als böse Omen des Verlustes. Yep. Da hinten hin. Aha. Wie kam man jetzt dahin am geschicktesten? Ich glaube, am geschicktesten fast hier über unsere Burg, oder? Obwohl, da verlaufe ich mich schon wieder da drin. Gucken, ob wir so da in diesen komischen Canyon reinkommen, wo die Tür ist. Auch alles hier so kompliziert. So nicht einmal irgendwie ganz einfach. Okay, der Weg könnte richtig sein. Zumindest sind wir da wieder in unserer Burg. Alte Marktstraße, genau, hier geht's durch. Und dann ist da hinten irgendwo die magische Tür. Ja, natürlich muss hier noch ein Wolf rumeiern. Der sah aber auch schon ein bisschen krank aus, der Wolf. Noch etwas, was uns hier auffällt. Natürlich, da sind noch mehr von denen. Ist ja klar. Wo ist er hin? Hm. Genau. Hau bloß ab. Der felsige Hang. Gut. Naja. Nur eine Kiste mit ausgezeichneter Gürtel der Feuerresistenz. Mhm. Na gut. Jo, dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss an der Stelle. Ich port mich wieder in die Himmelsfeste. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dahin.